So, also wir spielen heute mal ein Spiel aus meiner Steam-Liste. Ich bin Humble Bundle-Kunde, das heißt, ich kaufe mir 1000 Millionen Steam-Spiele, die ich niemals spiele. Und jetzt dachte ich mir, draußen ist es eisekalt. Ich habe meinen wärmsten Schal umgezogen, ich habe mir einen warmen Kakao gemacht und ich habe heute frei, also spiele ich mal was aus meiner Steam-Liste. Ein Spiel, das sogar schon installiert ist, aber das ich eigentlich noch nie wirklich gespielt habe. Vielleicht mal gestartet, aber weiter auch nichts. Und zwar Deponia. Soweit ich weiß, müssen wir da von einer Müllkippe entkommen. Ich weiß noch nicht, ob es mir gefallen wird, aber wir können es ja einfach mal anspielen. Und wenn nicht, hören wir einfach wieder auf. Ich mache mal einen Neustart. So. Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir nutzen die Zeit für ein Ein Tutorial. Tutorial, Wer dachte okay. das? Ich brauche kein Tutorial. Wahrscheinlich Und brauchen wir wie willst wirklich du kein dann die Tutorial. Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach, komm schon. Dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich. Und mach einen Linksklick. Das Mal schaffen wir sehen. bestimmt. Oh, so. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, Also bisher ist es noch nicht besonders spannend. So. wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja. Ja, die Theorie. Ja. Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol. Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst. Klicke dann Ich mach mal links ein bisschen und du schneller. hebst sie auf. Nein, das muss ein. Wenn du meinst. So. Okay, Aufheben. Also ist ja in ich allen habe die Spielen gleich Klemmzweige eigentlich. aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem. Inventar Hey, öffnen da mit dem ist es Mausrad ja. nach Genau, unten. das hier ist dein Inventar. So. Schon Super. klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja, Mausrad nach unten. Wir kombinieren mal was, sonst kommen wir Sieh her, wahrscheinlich hier nie Wenzel, es raus. ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Also vermutlich können wir das jetzt hier benutzen und stecken das da mal rein. Es passt. Ein Als Wunder, nächstes wow, musst das war du brauchst mir anspruchsvoll. nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon. Ach, ich liebe Tutorials. Juhu. Du alte Memme, denkst du hast Probleme? Nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er: Ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Er muss dann mal weg.
So, da sind wir. Jetzt geht's wahrscheinlich los. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Eigentlich finde ich es ja ganz süß, ne? Ich mag eigentlich so Spiele, die ein bisschen wie ein Comic aussehen. The Whispered World fand ich zum Beispiel auch total schön. Aber jetzt gerade langweilt es mich schon zu Tode. Wir klicken einfach mal alles an. Da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Ha. So. Die nehmen wir jetzt schon mal mit. Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Mhm. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. So, das müssen wir dann wahrscheinlich suchen, das Zeugs. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. No, ich hätte sie gern geöffnet. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Ein Schweißgerät. Ein Schweißgerät kann man immer super gebrauchen. Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Wir gehen einfach mal runter. Postmenstruale Memo. Das soll ich wieder eigentlich auch immer Memo überall auf. Von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Das könnte ihr so passen. Das ist das Bad. Haben wir was übersehen? Nee, eigentlich nicht, ne? Boah, was für eine Plörre. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Seitenschneider. Waschmittel. Den Seitenschneider brauchten wir ja. Die Zahnbürste brauchen wir auch. Put, 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 komm zu Papa. Obwohl ich mir damit wahrscheinlich nicht mehr unbedingt die Zähne putzen ich sollte. Ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Pömpel. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Wer ist Toni? Tonis Zimmertür. Da ist bestimmt Toni. Oh. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Ah, Toni ist eine Frau und wahrscheinlich seine Ex. Ein neues Memo. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Okay. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay, dann gehen wir noch ein Stück weiter runter. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen.
Was habe ich gerade gemacht? Einen Topf Wasser in meinen Mantel gesteckt? Ja, ein Topf Wasser. Naja. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Ich stecke den Abwasch einfach in meinen Mantel. Neue Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Toni ist wohl ein großer Memo-Fan. Und eine neue Socke. Dann haben wir doch zwei. Zwei Socken. So. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Und noch eine Socke. Okay, dann haben wir jetzt schon drei Mehr Socken. Ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Behälter? Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Kalt. Was jetzt? Also ich brauche einen Behälter wahrscheinlich, um die Nüsse zu sammeln. Irgendwie muss ich die Zahnbürste bekommen. Und mit der Kammer ist wahrscheinlich auch irgendwas. Behälter. Eine Dose. Vielleicht kann ich es wegschütten. Habe ich es genommen? Jetzt habe ich es genommen. Okay. Und weg damit. Und jetzt? Ah, jetzt habe ich eine leere Dose. Guck. So, jetzt nehme ich mal die leere Dose. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Na, Reiseproviant, die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Das Geräusch von der Zahnbürste nervt mich. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Was haben wir denn? Vielleicht der Seitenschneider? Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Okay, vielleicht. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Ich nehme einfach mal die Gabel. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Auch nicht. Aber sonst ist hier ja nichts. Pimpel. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Wo ich doch so gerne pömple. Wo ich doch so gerne pömple. Das wollte ich aber auch gar nicht anklicken. Ich wollte die Kamera anklicken. Wo geht? Mauseloch. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gerade ein bisschen langweilig. Kann ich den Pömpel wieder mitnehmen? Mit der Mausefalle kann ich jetzt vielleicht die Zahnbürste einfangen. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Ein Köder. Die riecht zwar nach Käse, ich bezweifle trotzdem, dass sie sich als Köder eignet. Okay.
der Couch noch Wasabi-Krümel. Hier gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Okay, also so nicht. Vielleicht mit den Krümeln. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Falle mit Köder. Jetzt hat's geklappt. Jetzt gehe ich nochmal zur Zahnbürste. Put, put, put. Komm zu Papa. Mist. Ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Ging nicht? Habe ich was falsch gemacht? Put, put, put. Komm zu Papa. Hab sie. Ging. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. So fängt man also Zahnbürsten. Also ich finde das Spiel ja echt ganz niedlich, aber es langweilt mich gerade ein bisschen. Ich mache noch ein bisschen weiter. Wenigstens hier zu einer Tür raus oder so. Dann wäre es ja wenigstens ein erster Teil. So, was jetzt? Was brauchte ich? Ich brauchte Socken, da habe ich ja jetzt 3. Dann brauchte ich einen Seitenschneider. Ich brauchte eine Zahnbürste und Proviant. Eigentlich habe ich ja alles. Gehen wir mal zum Koffer. Da ist der Koffer. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Warum wollte ich den bloß mitnehmen? Habe ich ihn angeklickt? Jetzt. Seitenschneider, warum auch immer. Check. Check. So, eine Socke. Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Socke finden. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ach was. Ach, ich muss jetzt... Ach, die müssen die gleiche Farbe haben? Das sind immerhin schon mal 2 Socken. Aber ja. Ich brauche ein Paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ach so. Damit kriege ich die Flecken auch nicht raus. Alles schon probiert. Flecken. Jetzt nehmen wir die Zahnbürste. Zahnbürste? Check. Check. So, und dann nehmen wir unseren Proviant. Proviant? Check. Und jetzt müssen wir irgendwie das Sockenproblem lösen. Das Einzige, was wir gefunden haben, was noch keine Funktion hatte, war ja eigentlich unten dieser... wir haben den Herd und hier einen Topf mit Wasser. Stellen wir jetzt einfach mal da drauf. So. Waschmittel vielleicht? Damit können wir das vielleicht anzünden. Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Was Brennbares? Meine Liste brauche ich bestimmt noch. Oh, seht ihr? Da muss ich schon gehen. So. Das brennt doch bestimmt. Handschweißgerät. Anzünden. Geht. Ha. Okay, jetzt kocht er einen Topf mit Waschmittel. Jetzt schmeiße ich irgendwie eine. Nope. Halt. Nein? Okay, Moment. Das sind immerhin... Aber ich brauche ein Paar. Ja. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Das sind immerhin schon mal 2 Socken. Aber ich brauche ein Paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ich weiß. So. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Ja, das schmeiß ein. So, dann haben wir noch die grüne. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß.
Die Gabel haben wir noch nicht benutzt. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Ha, wir haben ein Sockenpaar. Okay. Dann gehen wir wieder hoch zu unserem Koffer. Da. Koffer. Socken. Einlegen. Socken? Check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Also damit würde ich mir eh die Zähne nicht umputzen. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Ja, ist ja gut. Brilliant. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Ja, wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Dann kann es ja losgehen. Oh, los geht's. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Ist dieser kleine, das wird dicke ein Wenzel. Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine illusianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Eine Lunte. Schraubenschlüssel. Ach, meine Nase juckt. Da kann ich her bestimmt. Ne? Einen Schraubenschlüssel brauchen wir bestimmt. Achi. Entschuldigung. Ich muss erst noch aber den Koffer verstauen. Wir haben gerade mal 13 Grad draußen. Ich habe eine Decke hier bei mir am Schreibtisch und es ist der 26. Juli. Also, ich weiß nicht, was los ist im Moment. So. Was? Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Den Koffer diesmal verstauen. Will ich besser vorbereitet sein. Ach so, die Harpune ist mit der Kapsel hier verbunden. Und dann, ach du meine Güte, wollen wir uns damit bestimmt hier wegschießen. Okay, dann erst den Koffer so, verstauen. Und wohin jetzt damit? Da rein. Da ist kein Platz. Wie? Ja, wohin denn dann? Der Aszendator. Mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Oh. Okay. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Was will ich ja machen? Will ich ihn abmachen? Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Auf den Sitz, okay. Dann machen wir ihn los. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Immerhin haben wir ihn noch. Da ist kein Platz. Wohin denn dann? Da ist kein Platz. Hm.
Ja. Jetzt komme ich wieder nicht weiter. Bei solchen komischen Querdenker-Spielen bin ich eigentlich immer echt schlecht. Also einfach alles anklicken, was man anklicken kann. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Okay. Da kann man nichts aus Staufach. Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Und die brauchen wir bestimmt. Irgendwie muss ich Platz für meinen Koffer schaffen. Okay, scheiß auf die Batterie. So. So. Und nun? Koffer rein. Na, geht doch. Ha. So, und die Batterie? Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Da hätte er sich doch vorher Gedanken drüber machen können. So, und wohin jetzt damit? Weiß ich nicht. Schiene. Batterie. Schiene. Aber wie hält sie dann? Geht und wichtiger nicht. Noch, wo soll ich sitzen? Okay. Dann gucken wir mal weiter alles an. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Oh Mann. Aber ich kann hier sonst nichts anklicken. Der soll mir das vorsagen. Los. Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. Ah, frech. Nochmal rein. Vielleicht ist jetzt was anders. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Vielleicht können wir jetzt den Seitenschneider benutzen. Aber damit kriegt man ja keine Batterie befestigt. Den kann man noch gar nicht mehr nehmen. Mann. Vielleicht will er ja doch mal in die Truhe gucken. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vorher nicht im Stich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren. Ja. Okay. Sind wir dahergekommen? Ja, ne? Oh, ist das langweilig. Können wir nicht mehr nehmen. Autsch! Geht nicht. Das ist ja heiß. Mehr ist wohl nicht zu holen, reicht ja. Oh. Da waren wir noch nicht. Oh, da ist einer. Was ist das? Okay, Chili Schote. Heiß! Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Wo ist denn diese Toni? Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ein sattelförmiger Kasten, der Klassiker. Aha, sattelförmig. Dann sollen wir uns da bestimmt draufsetzen. Also klauen wir den Briefkasten. Hanek. Hallo, Hanek. Hallo. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, wisst ihr das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten.
wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. So, kann man hier was anklicken sonst? Chili-Schote. Kann man hier irgendwo hingehen? Nein. Nur wieder Toni zurück. Hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Kann ich nichts damit machen? Die ist schon heiß genug. Okay. Nee, sonst habe ich nichts. Okay, dann machen wir jetzt den Briefkasten als Sattel in der komischen Kapsel fest. Die war wo? Hier. Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. Ja, ist ja gut. Ha, passt. So, schön. Der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Also ich finde, das sieht nicht besonders vertrauenserweckend aus, aber nur ja gut. Harpune kalibrieren. Dinox-Tafel. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Das wird ein Kinderspiel. Was ist jetzt? Na super. Reset. Oh. Hier drauf? Ne. Ach so, oh, okay, man kann das auch noch. Ach so. Das geht nicht. Okay, Moment, Moment, Moment. Oh. Thank you.
Was ist das für ein doofes Spiel? Das weiß ich, wie das geht. Käse. Also. Oh, oh, oh. Scheiße. Ich kann das nicht. Wie geht das? Da müssen wir hin bestimmt. Das kann sich ja nur noch um Jahre handeln. Ja. Naja, oben ist es schon mal gut. Ganz bescheuert. Na. Was? Ich hab's. Nur noch die Was? Lunte zünden und warm. So. Das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Oh. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Die ist aber nicht nett. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Oh, oh. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. So, genug Gemeinheiten. Lieber nicht mehr anfassen. Okay. Es ist alles justiert. Ach ja. Lieber nicht mehr anfassen. Es ist alles justiert. Okay, okay, okay. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Kapsel die Fluchtkapsel ist, ja ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Diesmal kann gar nichts schiefgehen.
Okay, die Kapsel haben wir fertig. Ausgerichtet haben wir auch. Da ist die Lunte. Das wird ein spektakulärer Abgang. Wir zünden jetzt mal die Lunte mit dem Schweißgerät. Jetzt wird's spannend. Oh Gott. Und Horrido! Na, wenn das mal gut geht. Was? Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen-Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nuten. Bitte die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Das ist ja nicht so gut gelaufen. Ich mache jetzt mal eine Pause. Was passiert? Oh. Okay, ich mache jetzt eine Pause und esse was zum Mittag. Und vielleicht spiele ich später nochmal weiter. Wobei ich sagen muss, so richtig spannend fand ich es jetzt nicht. Aber egal, erstmal Essenspause. Bis gleich.